Und plötzlich ist alles anders. Liebe Jugendliche unseres diesjährigen Firmenkurses, eigentlich wäre heute unser Projekttag. Eigentlich wäre jetzt schon eine Gruppe am Baum pflanzen. Und eigentlich würde eine andere Gruppe heute Nachmittag ins Hospiz gehen. Und eigentlich wäre morgen die Jugendkirche Jona in Frankfurt dran. Aber plötzlich ist alles ganz anders. Da steht die Welt Kopf und wir müssen von Tag zu Tag aufs Neue schauen. Und ganz besonders in dieser schwierigen Zeit ist es mir wichtig, euch eine Botschaft zu senden. Nicht per E-Mail, nicht per Post, sondern auf diese Art und Weise will ich euch ein paar Gedanken sagen. Seit den Tagen von Corona ändert sich alles. Da gibt es viele Unsicherheiten und Ängste. Viele Gewohnheiten müssen verändert werden. Schule, Alltag ist nicht mehr. Da heißt es anders lernen. Übliche Begrüßungen dürfen nicht sein. Die Urlaubspläne stehen in Frage. Und. Und natürlich betrifft es auch unseren Firmenkurs. Bis auf Weiteres ist erstmal alles storniert. Alles, vielleicht sogar auch die Firmung im Juni. Wir wissen es noch nicht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ich Näheres weiß. Liebe Jugendliche, seit Anfang des Jahres hören wir von diesem Virus und wir wussten auch, dass er nach Deutschland kommt. Und in dieser globalisierten Welt macht ein Virus, der von Mensch zu Mensch geht, auch keinen Halt vor Ländergrenzen. Und das stellt uns immer wieder vor die Frage, was tun? Wir werden auf das zurückgeworfen, was wirklich wichtig ist, das eigene Leben. Und wir lernen einmal mehr, wie wichtig es ist, mit anderen zu leben und Leben mit anderen zu teilen. Schon als Baby, als kleine Kinder ist man darauf angewiesen, Nähe und Kommunikation zu zeigen. Sonst könnten wir nicht überleben. Und so ist für mich ein möglicher Weg in dieser Krise Solidarität und Nächstenliebe. Jetzt hilft kein Egoismus mehr und kein jetzt erst recht, sondern es geht darum, die Schwächsten unserer Gesellschaft zu schützen. Nutzen wir die Zeit, um uns vielleicht darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Liebe Jugendliche, vielleicht erinnert ihr euch an unseren Startertag im Januar. Da hatten wir schon mal das Thema, was ist mir wichtig? Was würde ich wirklich wichtige Dinge oder wichtige Gegenstände mitnehmen, wenn ich nur 5 mitzunehmen hätte? Und vielleicht stellt uns genau diese Krise auch wieder vor diese Frage, was ist mir wirklich wichtig? Es gibt viele Ideen und Zeichen der Solidarität, die jeder Einzelne von uns machen kann. Ich stelle seit ein paar Tagen jeden Abend um 19 Uhr eine Kerze ins Fenster und versuche so meine Solidarität und mein Gebet zu sprechen. Mein Gebet ganz besonders für die Kranken, für die Schwachen und die sterbenden Menschen. Ein Gebet für all die Menschen, die ihren Dienst tun für uns. Und vielleicht ist es ja auch für euch eine kleine Anregung, sich solidarisch zu zeigen und miteinander vernetzt zu sein. Vielleicht schaut ihr einfach mal in eurer Nachbarschaft, wer Hilfe braucht. Mit einem netten Gruß, mit einem Zettelchen im Briefkasten, glaube ich, kann man ganz viel erreichen an Verbindung. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, das sind eure Werke. Auch hier habt ihr euch entscheiden müssen, was ist mir wichtig? Welcher Gottesbegriff ist mir wirklich wichtig? Und ich habe sie hier in unserer Kirche aufgestellt als Zeichen unserer Verbindung und Vernetzung, auch in dieser schwierigen Zeit. Und ich habe sie als Klagemauer umfungiert. Denn noch ist unsere Kirche offen. Jeder hat Zutritt hierzu. Und ihr könnt, wenn ihr wollt,
Eure Klagen, eure Sorgen, eure Nöte, eure Bitten, all das dürft ihr hier ablegen. Und ihr dürft auch die anderen Medien und Kanäle nutzen über die WhatsApp-Gruppen. Wer möchte, kann auch da sein Gebet oder seine Bitte an die Katecheten schicken und stellvertretend legen wir sie dann für euch hier ab. Und selbstverständlich stehe ich und das ganze Pfarrteam euch als Seelsorger und Seelsorgerinnen zur Verfügung. Egal ob telefonisch oder per Mail, wir sind erreichbar. Und wenn ihr Gesprächsbedarf habt, scheut euch nicht, es zu tun und euch zu melden. Nun hoffe ich und wünsche ich, dass wir alle gut durch diese Krise kommen, dass ihr und eure Familien und alle, die ihr lieb habt, gesund seid und bleibt und dass der Segen Gottes euch begleite, euch Mut und Zuversicht schenke. Bleibt behütet. Das wünscht euch von Herzen eure Gemeindereferentin Michaele Althab.